zusammen und willkommen zum sechsten Teil meiner Bücherregal-Tour ohne Bücherregal. Heute machen wir so ein bisschen gemixt Romane, Thriller und Kinder-Jugendbücher. Denn ich habe mal wieder zwei Kartons für den Dachboden verpackt. Und damit ich noch weiß, was da alles drin ist, filme ich das Ganze ja erstmal so, bis ich mich durch die ganzen offenen Bücherstapel durchgearbeitet habe und dann endlich zur richtigen Bücherregal-Tour kommen kann, und zwar im Bücherregal. Aber zunächst muss ich erstmal alles andere notieren, was ich so habe. Und soweit ich das sehe, ist das jetzt auch wieder komplett Sub. Mein Sub ist ja ungefähr bei 700 Büchern. Von daher sind es leider die meisten. Und bevor das Video ewig lang wird, würde ich sagen, starten wir. Es ist übrigens schon ein bisschen dunkler und ich habe hier so viele Lampen aufgestellt, wie ich nur konnte. Ich hoffe, das Licht ist irgendwie okay. Wenn nicht, wir konzentrieren uns einfach mal auf die Bücher. Ich hoffe, die seht ihr. Ja. Als erstes würde ich sagen, machen wir die Romane. Da habe ich hier Sophias Hoffnung, die Farben der Schönheit von Corinna Bohmann. Das ist noch gar nicht mal so alt. Also ich drehe das Ganze jetzt Mitte 2020, je nachdem, wann ihr das Video dann seht. Das wird wohl noch ein bisschen dauern bei meinem Uploadplan. Ja, das lese ich am besten vor, weil ich habe von den ganzen Büchern nicht so viel Ahnung. Ich habe mir die nämlich gar nicht gekauft, sondern das waren Leseexemplare, die ich quasi mitnehmen durfte. Und ich habe alles, was irgendwie so grob interessant klang, dann halt mal mitgenommen. Von daher entschuldigt bitte, dass keine aktive Kaufentscheidung war. Weiß ich nicht mehr wirklich, worum es geht. Also, Berlin 1926. Aufgewühlt verlässt Sophia ihr Elternhaus. Ihr Vater will sie nie wiedersehen, ihre Mutter ist in Tränen aufgelöst. Erst als sie vor ihrem Geliebten steht, begreift Sophia, dass sie das gemeinsame Kind alleine aufziehen muss. Noch dazu als Unverheiratete, was natürlich 1926 nicht so toll war. Verzweifelt reist sie zu einer Freundin nach Paris, wo sich ihr eine unerhörte Möglichkeit bietet. Die große Helena Rubinstein ist von Sophias Ausstrahlung und von einer ihrer selbstgemachten Cremes begeistert und sie bietet ihr an, ihrem Schönheitsimperium zu arbeiten. Sophia reist nach New York voller Hoffnung auf ein neues Glück. Also ich würde sagen, eine starke Frau und wahrscheinlich ein feministisches Buch, gehe ich jetzt mal von aus, wenn es um eine alleinerziehende Karrierefrau geht. Wir werden sehen. Werde ich irgendwann mal, wenn ich meine ganzen Jugendbücher und so fertig gelesen habe, auch mal lesen. Das wird allerdings noch eine Weile dauern. Deswegen darf es auch erstmal auf den Dachboden. Aber das hält euch ja nicht davon ab, wenn es euch anspricht, ne? Genau, deswegen machen wir das Ganze hier ja. Dann habe ich von Nina George Südlichter. Das sieht so aus. Mit Lavendeln vorne drauf. Ein poetischer Roman über die Liebe und die Macht der Literatur. Bücher sind nichts für Feiglinge. Als der Trödelhändler François 1968 die Überlandbibliothek Felice in Nyon, oh Gott, mich killen jetzt alle, die Französisch können, es tut mir leid. Besonders Sarah, falls du zuschaust, es tut mir leid. Muss er sich unvermittelt dem anfänglichen Misstrauen der Provence-Bewohner gegenüber Literatur im Allgemeinen und ihrer Unberechenbarkeit im Besonderen stellen. Immer an seiner Seite ein 12-jähriges Mädchen, das mit einer einzigen Gabe ausgestattet ist. Marie Jean kann die Liebe sehen, buchstäblich, und welche Herzen füreinander bestimmt sind. Doch was wird sie mit diesem Wissen anfangen und wie kann die Magie der Bücher ihr dabei helfen? Ich würde sagen, das klingt besser, als es aussieht und deswegen habe ich es wohl auch mitgenommen. Jetzt kriege ich fast schon Lust, das zu lesen. Aber das spricht ja fürs Buch. Dann habe ich hier von Bridget Collins die verborgenen Stimmen der Bücher, welches mir wegen diesem unfassbar schönen Design mit dem knallblauen Buchschnitt aufgefallen ist. Es ist noch ein Mann vorne drauf, das passt irgendwie nicht so ganz. Ich hätte jetzt eher gesagt, das hätte eine Protagonistin. Naja, offenbar nicht. Ah, ich liebe ja bunte Buchschnitte. Das ist übrigens von welchem Verlag? Vom Aufbau Verlag. Aufbau Verlag, das habt ihr gut gemacht. Macht weiter so. Jeder braucht eine Geschichte, auch wenn es gefährlich ist. Obwohl in seiner Welt Bücher geächtet sind, wird der junge Emmett bei einer Buchbinderin in die Lehre gegeben. Hier lernt er die Macht von Geschichten kennen und begreift, dass er eine besondere Gabe besitzt. Er kann wie seine Lehrmeisterin Menschen ihre dunklen Erinnerungen nehmen. Doch was ist mit seiner eigenen Geschichte? Emmett muss erkennen, dass er selbst in ein Geheimnis eingebunden ist, in eine Geschichte voller Liebe und Leid. Ein Roman über einen Buchbinder. Ich sehe schon. Geschichten über Bücher, beziehungsweise Bücher über Bücher, machen mich wohl neugierig. Wobei ich sagen muss, das andere hat mich sogar noch mehr angesprochen.
Dann habe ich hier ein Buch. Das ist mir ehrlich gesagt wegen dem metallischen Cover aufgefallen. Und ich bin richtig traurig, dass ich da irgendwie beim Transport Kratzer reingemacht habe. Das ist, warum? Von Madeleine Miller. Ich bin Circe. Da steht leider nicht viel drauf, weil es ja wie gesagt ein Leseexemplar ist. Es steht nur unsterblich, unvollkommen, unbezähmbar drauf. Und halt ein paar, ja, Zitate von irgendwelchen Seiten bzw. Magazinen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich glaube, Circe ist irgendeine Göttin. Keine Ahnung. Aber es war schön. Keine Ahnung, was ich damit mache. Es wäre sonst aber vernichtet worden, deswegen ich musste es retten. So, dann haben wir von Miguel Reyna Lichter auf dem Meer. Das ist ganz eindeutig wegen dem Cover bei mir eingezogen. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Die Grapes haben in ihrem Leben nicht viel Glück gehabt. Nun sollen sie ja noch aus ihrem Häuschen ausziehen, das auf einer Tuffsteinklippe steht und als absturzgefährdet gilt. Doch nach einem nächtlichen Unwetter findet sich das alte Ehepaar plötzlich zu seinem Erstaunen mitten auf dem Meer wieder. In einem schwimmenden Haus und vor der abenteuerlichsten Reise ihres Lebens. Klingt das nicht süß? Und drüber steht noch, dieses Buch ist in einem Wort magisch. Magisch passt zu meiner Fantasy-Liebschaft, deswegen muss das mit. Das klingt schon fast wie ein Haul. Naja, könnte daran liegen, dass ich den Haul dazu erst vor kurzem abgedreht habe und die Bücher jetzt schon verpacken werde, weil mein Sub für die nächsten 5 Jahre schon feststeht. Mal von Neuerscheinungen abgesehen. Also, falls es euch ein bisschen bekannt vorkommt, macht nichts, mir auch. Nun kommen wir zu den Thrillern, was ich ja eigentlich gar nicht lese. Und insbesondere diese hier, die reizen mich schon irgendwie. Aber die werde ich definitiv nicht so schnell lesen. Da habe ich noch andere vorher vor. Und es dauert bei mir ja eh. Deswegen werden sie jetzt hier dokumentiert und dann landen sie auf dem Dach. Also meine Eltern haben es schon gelesen. 3 davon. Und zwar das hier zum Beispiel. Deswegen sind auch Leserillen drin, aber das ist jetzt bei Thrillern gar nicht mal so wichtig. Von Sophie Sarenbrand. Der Mörder und das Mädchen. Sieht so aus. Ja, Mörder und kleine Mädchen finde ich jetzt nicht so eine tolle Kombination, aber mal gucken, was das wird. Noch ein Tag, dann, glaubt Cornelia, hat ihr Martyrium ein Ende. Dann zieht sie mit Astrid, ihrer 6-jährigen Tochter, aus ihrem Haus aus und kann Hans, ihren gegenwärtigen Mann, endlich verlassen. Am Morgen jedoch findet sie Hans tot im Gästezimmer. Emmas Göld, hochschwanger und sehr ehrgeizig, übernimmt den Fall. Für sie ist Cornelia die erste Verdächtige, doch es gibt auch eine andere Spur. Die kleine Astrid will in der Nacht einen Mann neben ihrem Bett gesehen haben, der sie gestreichelt hat. Okay, so viel dazu. Dann habe ich hier, Moment, machen wir erst das. Von Shari LaPena, The Couple Next Door. Jedes Paar hat seine Geheimnisse, manche sind tödlich. Das kennt ihr vielleicht auch schon. Das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Steht natürlich mal wieder nichts drauf. Doch hier, oder? Deine Nachbarin möchte nicht, dass du dein Baby zur Dinnerparty mitbringst. Dein Ehemann sagt, das sei schon in Ordnung. Ihr wohnt ja gleich nebenan. Außerdem habt ihr ein Babyfon und könnt abwechselnd nach der Kleinen sehen. Deine Tochter schläft, als du das letzte Mal nach ihr siehst. Doch jetzt herrscht Totenstille im Haus. Du rennst ins Kinderzimmer und dein schlimmster Albtraum wird wahr. Die Wiege ist leer. Es bleibt nur eins, die Polizei zu rufen, doch wer weiß, was sie finden wird. Jo, mal gucken, verschwundene Babys. Ist doch ein bisschen ähnlich wie das mit den Kindern, oder? Und dann habe ich hier noch von Romy Hausmann, Martha schläft. Das sieht sehr ähnlich aus wie Liebeskind, heißt das, glaube ich. Ich weiß noch nicht so genau, ob das einzelne Bände sind oder ob das eine Reihe ist. Keine Ahnung. Unter mir knarzt das Holz der Brücke, über mir keckert der irre Grünspecht. Irgendetwas ist passiert, ich weiß es einfach. Vielleicht wusste ich schon die ganze Zeit und wollte es bloß nicht wahrhaben. Genau wie damals. Ihre Vergangenheit macht sie zu einem perfekten Opfer und zur perfekten Mörderin. ... ein tief unter die Haut gehender Psychothriller über eine Schuld, die nie vergeht. Also hier steht auf jeden Fall, das ist das neue Buch von der Spiegel Nummer 1 Bestseller-Autorin. Von Liebeskind, das offenbar verfilmt wird.
Dann gehe ich mal davon aus, dass es nichts miteinander zu tun hat. Hoffe ich. Nun ja, wir werden sehen. Falls ihr mehr Infos habt, dürft ihr mir gerne die in die Kommentare schreiben. Ich habe da nämlich nicht so wirklich einen Plan von. So, und der letzte Thriller wäre dieser hier von Jillian Hoffmann. Mädchenfänger. Den habe ich von meiner Mutter bekommen. Deswegen ist er auch so rund. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es geht. Die 13-jährige Lainey kann es kaum fassen. Der gut aussehende Zack, den sie beim Chatten kennengelernt hat, steht auf sie und er will sie treffen. Sie verabreden ein Date. Oh, das fängt schon wieder so schlecht an. Witzigerweise habe ich auch mal einen Zack im Chat kennengelernt. Ja. Als Lainey von der Schule nicht heimkehrt, zieht man einen Spezialisten zu Rate, FBI-Agent Bobby Dees. Alle Spuren führen ins Nichts, bis ein Gemälde auftaucht. Es zeigt eine gefesselte junge Frau und das, was ihr bevorsteht. Die Zeit wird knapp und Bobby kommt ein furchtbarer Verdacht. Was, wenn der Mörder mehrere Opfer in seiner Gewalt hat? Mädchen, die keiner mehr vermisst? Bam, bam, bam. Jo, was soll ich dazu sagen? Das ist so das Typische. Und wann ist denn das? Das muss ich jetzt mal kurz gucken. Das klingt so nach 2000. Nee, 2011. Original 2010. Das ist ja gar nicht so alt. Das sind ja nur 10 Jahre. Aber ja, wobei, da war das Internet für Jüngere schon langsam populär, würde ich sagen. Das war noch so knapp vor YouTube. Vielleicht war das damals wirklich sehr aktuell. Da seht ihr mal, wie lange das hier schon rumliegt. Aber kann man durchaus mal lesen. Spricht mich auf jeden Fall an, im Vergleich zu sehr vielen anderen Thrillern. Und da wären wir schon bei den Jugendbüchern, so schnell geht's. Da habe ich eins, das könnte man auch als Erwachsenenbuch noch sehen. Von Gabe Hudson, Gork der Schreckliche. Sieht ganz cool aus mit der Metal Hand hier. Ich habe aber schon gehört, dass es nicht so toll war. Deswegen mal gucken, ob ich das wirklich lesen werde, aber mal gucken, mal gucken. Da ist auch ein Drache drauf, der das macht. Nun ja. Mein Name ist Gork, der Schreckliche, und ich bin ein Drache. Ich warne euch. Von allen Drachen-Liebesgeschichten ist meine die schrecklichste, aber auch die romantischste. Denn in meiner schuppigen grünen Brust schlägt ein furchtbar großes und empfindsames Herz. Jo, kann man doch mal lesen, aber wie gesagt, ich habe leider nicht so gute Sachen davon gehört, deswegen mal schauen, mal schauen. Vielleicht will ich ja irgendwo eine Drachen-Metal-Liebesgeschichte haben. Ja. Dann habe ich ein Buch. Das war einfach zu schön, um es da stehen zu lassen, beziehungsweise vernichten zu lassen. Und deswegen ist es bei mir eingezogen. Ich weiß aber nicht, ob ich das behalten oder verschenken werde. Und zwar von Jana Hoch, Royal Horses Kronenherz. Ich hoffe, mir fällt nämlich jetzt der Untertitel auf, das ist keine Reihe. Wenn ihr das wisst, gebt bitte Bescheid. Ist auf jeden Fall so schön. Perlmutt mit metallischen Akzenten, das ist sehr, sehr hübsch gemacht. Sie flieht vor ihrer Vergangenheit, er vor seiner Zukunft. Ihre Liebe war nie Teil des Plans. Ist es nicht immer so? Greta will nur noch weg. Weg von der Schule und weg von ihren Freunden, die sie so enttäuscht haben. Da kommt ihr der Ferienjob auf dem Gestüt der Royals gerade recht. Mit Pferden hat Greta zwar nichts am Hut und mit Prinzen und Prinzessinnen noch weniger, aber das Schloss der Königsfamilie lässt ihr Herz trotzdem höher schlagen. Doch schon am ersten Tag gerät Greta mit Edward, dem Pferdetrainer, aneinander. Er ahnt, dass sie ein Geheimnis hat und will es um jeden Preis ans Licht bringen. Als kurz darauf auch Prinz Tristan auf dem Gestüt auftaucht, wird Gretas Leben endgültig durcheinandergebracht. Zu spät merkt sie, dass sie dabei ist, sich zu verlieben, ausgerechnet in den Jungen, von dem sie sich unbedingt fernhalten wollte. Die Frage ist nur, welche der beiden ist das? Das wird bestimmt eine Dreiecksliebesgeschichte. Wetten. Hat das schon jemand gelesen von euch? Jetzt weiß ich auch nicht, ob das eine Reihe wird. Von Chris Rylander, die Legende von Greg. Mit Untertitel, der krass katastrophale Anfang der ganzen Sache. Das klingt nach einer krass langen Reihe. Ich hoffe nicht. Steht da irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe keine Ahnung, steht nicht drin. Muss ich mich wohl von überraschen lassen. Ja, das lese ich euch auch vor, aber ich kann es schlecht zusammenfassen. Als sein Vater von einem grauenvollen Bergtroll entführt wird, steht Gregs Leben Kopf. Denn er stellt sich heraus, dass er kein stinknormaler, etwas verfressener Schüler aus Chicago ist. Er stammt von einem uralten Zwergenvolk ab, das in einem weitläufigen Höhlensystem unter der Stadt lebt.
ein Höhlensystem voller Zwerge unter der Stadt von New York. Okay. Nun droht ein Krieg mit den verfeindeten Elfen. Ach so. Greg muss schnell die Zwergenausbildung absolvieren, mit seiner sprechenden Axt umgehen lernen und gleichzeitig seinen Vater wiederfinden. Zu allem Übel ist sein bester Freund Edwin ausgerechnet ein Elf. Kann er ihm überhaupt trauen oder haben die anderen Zwerge damit recht, dass alle Elfen Verräter sind? Das klingt doch richtig cool. Es hat zwar ein furchtbares Karma, wenn ich ehrlich bin, aber ich gebe der Sache einfach mal eine Chance. Es klingt nämlich echt gut. Dann habe ich hier als nächstes von Anna James Matilda und das Geheimnis der Buchwandler. Pages und Co. Ist das der Verlag? Ich weiß es nicht. Nee, der Edel Kids Books Verlag. Ich weiß nicht so genau, was Pages und Co. dann ist. Keine Ahnung. Matilda Pages fällt aus allen Wolken als eine... Ach, deswegen Pages und Co. Ah, okay. Nee, ist zurück. Matilda Pages fällt aus allen Wolken, als eines Tages ihre liebsten Buchfiguren Alice aus dem Wunderland und Anne von Green Gables in der Buchhandlung ihrer Großeltern vor ihr stehen. Plötzlich werden die Abenteuer real und Matilda kann ihren Helden nicht nur in ihre aufregenden Welten folgen, sie findet auch heraus, dass sie in jede andere Geschichte wandeln kann. Buchwandeln finde ich gut. Auf ihrer wunderbaren und spannenden Reise durch die Buchwelten folgt sie der Spur ihrer verschollenen Mutter. Doch ein unheimlicher Verfolger ist ihr auf den Fersen und setzt alles daran, Mathilde aufzuhalten. Dabei droht die Gefahr schon auf der nächsten Seite. Ein fesselndes Debüt über die Magie der Bücher und die Macht der Fantasie. Klingt das nicht schön? Ja, ich denke, das werde ich definitiv noch lesen. Auch wenn ich die, wie ist sie, Anne von Green Gables oder Anne von Green Gables nicht kenne. Upsala, wer ist das? Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass ich die meiste Zeit überbelichtet bin. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ihr müsst ja eigentlich nur zuhören, ne? Dann habe ich hier Bund der Schattenläufer, Band 1, Fuchsfeuer. Also ich gehe davon aus, dass es ein Band 1 ist. Von Zach Lauren Clark und Nick Eliopoulos. Das hier. Das fand ich ganz cool, weil wir haben hier einen Krieger mit Schwert, einen... Elfen mit Zauberstab und ein Mädchen mit Schild. Sieht sehr grün aus. Ich weiß nicht, vielleicht sieht es auch nur so aus wegen dem Grün unten. Eine fantastische Welt voller Abenteuer und Magie und zwei Freunde, die stets zusammenhalten. Nur wenige wagen sich in die Schatten der Außenwelt und noch weniger kehren zurück. Die Freunde Brock und Zed fiebern der großen Zeremonie entgegen, die über das Schicksal aller Zwölfjährigen von Freestone entscheidet. Sie träumen davon, in die Ränge der ehrwürdigsten Gilden aufgenommen zu werden. Doch ihr Traum zerplatzt, als sie durch den berüchtigten Lehrlingsraub bei den Schattenläufern landen. Freiwillig ist dort fast niemand, denn sie sind die einzigen, die sich im Dienst der Stadt den Gefahren der Außenwelt stellen. Gleich in ihrer ersten Nacht werden die Neulinge auf die Probe gestellt und vor der Stadtmauer ausgesetzt. Ihre Aufgabe überlebt die Nacht. Na toll. Eine fantastische Welt voller Abenteuer und Magie und zwei Freunde, die stets zusammenhalten. Das klingt ja überwiegend nach einer Freundschaftsgeschichte, würde ich sagen. Oder frage ich mich jetzt, wer sind denn jetzt die zwei Jungs? Ist das ein langhaariger Junge? Das kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, Fantasy halt, habe ich gerettet. Und das letzte Buch ist einfach super niedlich und eher ein Kinderbuch. Aber das war so süß, das musste ich mir einfach mitnehmen. Ist also auch ein Leseexemplar von Mario Fessler. Extrem gefährlich, Maus mit Mission. Sieht so aus. Total cool. Extrem gefährlich, das ist im Leben von Max höchstens die unheimliche Shakira, die ihn in den Schulpausen immer so gruselig anguckt. Ansonsten kümmern sich seine überbesorgten Eltern schon darum, dass er bloß nicht so viel Aufregung abbekommt. Doch das ändert sich, als plötzlich der Geheimagent Juan vor ihm steht. Er ist gut ausgebildet, hochintelligent und eine Maus. Eine Maus mit Mission. Juan soll die dunklen Machenschaften der mysteriösen Firma Blanche aufdecken. Dafür braucht er nicht nur Max Hilfe, sondern ausgerechnet auch die von Shakira. Und auf einmal wird Max bis dahin so langweiliges Leben wirklich extrem gefährlich. Es ist so cool. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt schon wieder richtig Bock, das zu lesen. Das klingt einfach so geil. Ja, also wer einen Mausekommissar sucht für seine Kids, ja. Das Buch könnte was für euch sein. Und dann sind wir auch schon fertig mit diesem Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Die Playlist zu dieser Reihe, genauso wie zu den anderen Reihen und Rezensionen, Hauls etc. findet ihr natürlich als Reiter auf meinem Kanal. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf den anderen Kanälen mal vorbeischaut. Vielleicht auch in Discord mal gucken. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!